Wir sind hier in der Wortwerkstatt bei Heidemende Kurz in Beuren. Heute interessieren mich besonders die Gaumenlaute, weil mir aufgefallen ist, dass manche Kinder in der ersten Klasse noch nicht die G- und K- und R-Laute richtig aussprechen können. Das heißt, anstelle von groß sagen sie zum Beispiel Droß. Und ich möchte gerne wissen von Heidemende Kurz, wie sie diesen Kindern hilft bei diesem Lernprozess. Und eigentlich auch warum. Warum tauchen immer wieder diese Schwierigkeiten mit den Gaumenlauten auf? Genau das ist die richtige Frage. Weil die Kinder nicht mehr kauen. Und wenn man nicht kaut, braucht man auch nicht zu schlucken. Das heißt, man schlappert die Nudeln einfach so runter. Und hier unten in diesem Prozess, wo G, R, Sch, H gebildet wird, ist Ebbe. Und da, um diesem entgegenzuarbeiten, habe ich diese spezielle Therapie mit der gelben Rübe. Das werden wir auch danach sehen, dass die Kinder abbeißen müssen und diese gelbe Rübe kauen, sodass der Mund voll Stückle Rübe ist. Dann kann die Zunge nicht hoch und ein D machen statt ein G, ja, sondern ist gezwungen, ein G zu machen. Das werden wir dann sehen, nicht wenn der Drogen, sondern wenn der Roggen reift. Das heißt, ich mache bewusst, lasse ich im Mund so und so viel drin, dass die Zunge nicht hoch kann und gezwungen ist, wirklich liegen zu bleiben und der Gaumen anfängt zu arbeiten. Okay, Sie arbeiten also mit Ihrem Buch, mit dem ersten Buch Sonne, Sonne, Scheine, alte Kinderreime neu entdeckt. Und hier fangen Sie, glaube ich, an mit dem Storch, Storch, Langbein zum Beispiel. Ja, weil der Storch, Storch, Langbein wunderbar für diese Gaumenlaute ist. Schon diese Schwierigkeit, Storch, es ist schwer für ein Kind. Da gibt es die tollsten Varianten, Storch und so weiter. Dann geht es weiter, wenn der Roggen reift, dann wenn die goldenen Ringen in der Kiste klingen, wenn die roten Appeln in den Körbe rappeln. Ja. Das ist ein Standardreim, wo ich ungeheuer gegen diese Schlapprigkeit der Gaumenlaute arbeite. Mhm. So, jetzt haben wir ja noch mehr. Oder hier zum Beispiel. Sonne, Sonne, Scheine. Ja. Wie arbeiten Sie mit diesem Reim? Da ist eben auch die Sache, dass da das S geübt wird, was ja überall immer schwierig ist, dass es ein Art Sigmatismus entsteht, dass die Zunge so rauskommt. Und das mache ich dann so, Sonne, Sonne, Scheine. Das heißt, dann macht das Kind diese Strahlen nach. Und dann geht's weiter, fahr übern Reine, fahr übers Glockenhaus, gucken drei schöne Puppen heraus. Die eine, die spinnt Seiden, die zweite wickelt Weiden, die dritte geht ans Brünnchen, findet ein goldig Kielchen und so weiter. Ja. Das bedeutet also, Sie arbeiten einerseits mit der Nachahmung und andererseits aber auch mit Ihren Händen, also mit den Greifbewegungen, mit den Fingerspitzen. Und dann gibt es ja noch diesen schönen Kinderreim Backe, Backe, Kuchen. Da weiß ich, dass Sie damit arbeiten, mit diesen Wachskügelchen. Zeigen Sie uns das einmal? Ja, das zeige ich. Wobei man ganz klar sein muss, dass das Kind nur nach Nachahmung arbeiten kann. Wenn man dem Kind nichts vorgibt als Vorbild, dann kann es auch nichts lernen in allen Bereichen. Ob das im Garten ist oder beim Kochen, es ist immer das Vorbild, das Allerwichtigste. Und dieser Kinderreim Backe, Backe, Kuchen, das ist Standard, mit dem beginne ich jede Handlung, jede Behandlung. Das geht so Backe, Backe, Kuchen. Diese Gaumenlaut K und CH wird eine stärker gebildet, je mehr ich hier drücke. Backe und so weiter, Backe, Kuchen. Es hat aber noch eine Bewandtnis, dass wenn ich jetzt die Kugel hier habe und drücke, dann wird die linke Gehirnhälfte mobilisiert. Landet die Kugel hier, dann die rechte Gehirnhälfte. Das heißt, schon in dieser Übung wird diese Kreuzungsvorgänge werden geübt, die absolut notwendig sind für das ganze Leben und wichtig auch für die ganzen späteren Intelligenzkräfte.
Danke, wir werden uns jetzt das Video anschauen. Jetzt sagen wir in der Luft, ja, ohne dass wir das Buch haben, wenn der Roggen reifet. Wenn der Roggen reifet. Und jetzt mal so ganz laut. Wenn der Roggen reifet. Backe, backe Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Mais. Da machen wir die Finger mal so auf, weil wir jetzt kein Matz haben. Eier und Eier. Schmalz. Nochmal. Malz. Zucker. 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 Da müssen wir nochmal reinbeißen. Nochmal reinbeißen. So, jetzt. Zucker. 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 Und Salz. Salz. Probieren wir das nochmal. Nochmal ein bisschen reinbeißen. Zucker. Nochmal Zucker. Zucker. Jawohl, nochmal Zucker. 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 Storch. 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 Probieren wir mal das hier, guck mal so. Storch. Storch. Nochmal, das war schön, nochmal. Storch. Langbein. Langbein. Nochmal. Langbein. Langbein. Guck mal zu mir. Langbein. Langbein. Jawohl. Jetzt fliegen wir einfach hier rum. Ich brauche wieder jetzt. Komm hinterher rein. Und wann? Wann? Fliegst. Fliegst. Du. In. Mhm. Das. Das. Land. Hinein. Jetzt guck mal, da ist ein kleines Mädchen. Und den gehen wir mal. Wenn der Roggen reifet. Wenn der Roggen reifet. Wie sitzt da? Wenn der Roggen reifet. Wenn der Roggen reifet. Und ich mach so g, g, g. Probier's. Wenn. Nein, nur g, g, g. So macht's mir dann. G, g. G, g. Machen wir ganz weit auf. G. Machen wir ganz weit auf. G. G. Lass ihn mal ganz weit um. Ge, ge, ge. Ge, ge, ge. Wenn die goldenen Ringen in der Kiste klingen, du? Wenn die goldenen Ringe in der Kiste klingen. So, jetzt machen wir es jetzt wieder so. Jetzt kriegst du die Hälfte und dann machen wir klingen. Ne? Komm nur bitte. So, jetzt. Klingen. 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 Geht's weiter. Wenn das Fröschlein pfeift. Wenn das Fröschlein pfeift. Jawohl, dann nochmal. Wenn das Fröschlein pfeift. Wenn das Fröschlein pfeift. Jawohl. Sonne, Sonne, scheine. Fahr über Rheine. Fahr über Rheine. Fahr übers Glockenhaus. Fahr übers Glockenhaus. Guck mal, die Mutter mal schläft. Leider muss sie aufwachen. Fahr übers, guck zu mir, übers Glockenhaus. Übers Glockenhaus. Haus. Schon ein bisschen eingeschlafen. Glockenhaus. Glockenhaus. Was machst du denn jetzt nochmal? Glockenhaus. Glockenhaus. Gucken. Gucken. Drei. Drei. Schöne. Schöne. Puppen. Puppen. Achtung, die Muttermaus kommt. Heraus. Heraus. Habe ich die Muttermaus gehört oder nicht? Nochmal. Mach nochmal die Muttermaus heraus. Heraus. Ich höre sie nicht, nochmal. Heraus. Ich höre es immer noch nicht. Heraus. 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 Hast du es gehört? Nochmal. Ja, hab ich. Mach nochmal. Ja, ich hab's gehört. Also noch ein bisschen, mach nur einmal, dass ich es auch höre. Heraus. Heraus. Jawohl. Die eine, die spinnt Seiden. Die eine, die spinnt Seiden. Die zweite wickelt Weiden. Die zweite wickelt Weiden.
Die dritte geht ans Brünnchen. Ah, Mutter Mausi ist beleidigt. Ans Brünnchen. Ans Brünnchen. Findet ein goldig Kindchen. Findet ein goldig Kindchen. Wer, Achtung, die Mutter Maus, wer soll's heben? Wer soll's heben? Die Tochter aus dem Löwen. Die Tochter aus dem Löwen. Da kommt sie wieder. Die Tochter aus dem Löwen. Die Tochter aus dem Löwen. Dem Löwen. Den Löwen. Wer soll die Windelein waschen? Wer soll die Windelein waschen? Die alten Schnäppertaschen. Die alten Schnäppertaschen.